Hey, YouTube, was geht ab? Es gibt noch ein neues Rezo-Video, das werden wir jetzt aktiv reinziehen. Nice. Rezo, ja, lol, ey. Und zwar mit Gewitter im Kopf. Und das werden wir uns aktiv reinziehen. Wir schieben uns nach hier unten. Und dann habe ich gehört, machen wir Abfahrt. So, ich werde wieder ein bisschen was zum Cutting sagen, aber ich werde jetzt nicht so krass analysieren oder sonst darf. Das habe ich dem lieben Cutter. Ich weiß noch nicht, ob ich Namen nennen darf, deswegen sage ich immer noch Cutter. Ich würde gerne Namen nennen, weil ich finde Cutter so ein bisschen unpersönlich. Aber dieses mit dem Gesichtsclap am Ende habe ich ihm gesagt, das soll er machen. Immer wenn man mit Anfang mit beginnt oder sowas, kann man immer am Ende diesen Klatsch ins Gesicht reinhauen. Geht immer. Hopp. Ah, so satisfying, wie dieser Klatscher ist. So satisfying. Auf diesem wunderschönen zweiten Kanal, der da. Das ist jetzt nicht passiert. Das ist jetzt nicht passiert. Eine Ära wurde aufgebrochen. Ich habe, seitdem es den Rezo ja lol ey Kanal gibt, bis auf Politikvideos und Special-Videos, habe ich jedes Video mit der exakt selben Musik begonnen. Und jetzt ist es ein anderer Track. Ich weiß, es ist komplett scheißegal für das Video, aber ich wollte es so anmerken. Das Ding ist, ich schneide auch die Videos nicht mehr, von daher kann auch ganz andere Musik benutzt werden. Aber es ist so ungewöhnlich. Wir haben Schalen, wir haben Wagen und wir halbieren jetzt gleich Dinge. Ziel ist es, dass wenn wir Dinge halbieren, dass sie danach gleich viel wiegen sollen. Derjenige, der näher dran ist, bekommt den Punkt. Das ist eigentlich relativ selbsterklärend, oder? Genau. So. Runde 1. Wir haben hier... Ein Apfel aus dem 13. Jahrhundert. Quality Gag auf jeden Fall. TJ mit dunkler Stimme, fang den mal. Was hat er gesagt? Ich hab nur TJ gehört. TJ mit dunkler Stimme, fang den mal. Ey, ich bin im Video, obwohl ich nicht mal dabei war. Also quasi. Was wollte ich sagen? Avocado hat ja einen Kern. Stimmt, und den kannst du nicht wirklich durchschneiden. Kann man den nicht sägen? Sollen wir das probieren? Warte, ich muss kurz echt die Form analysieren. Ah, guter Einspieler. Ja. Soll ich mal versuchen, den Kern durchzuschneiden? Du schneidest dir safe in die Hände. Ja, benutzt zwei Messer. Ah, fand ich auch gut. Das ist gut genug. Okay, dann liegen. Let's go. Okay, erste Avocado-Hälfte ist 500. Wow, genau 500. Glatt. Zweite ist 484. Also boah, ich bin das 16 ist aber entfernt. Wirklich richtig gut. Das 16 entfernt. Das ist sehr gut. Ich hätte eher gesagt, das ist so okay. 490 zu 476. Ihr seid zwei näher dran. Was? Mit der Methode! Methode. Nice, Alter. Methode. Da bringt dir der Bachelor auf was weiß ich auch nichts mehr, ne? Masterjunge. Oh. Ja. Masterjunge. Eieiei. Ich hab einen Master in Informatik. Ich weiß gar nicht wieso. Ich mach damit sowieso nichts. Hast du einen Indo damit gemacht? Ah, ja, okay. Ich wollte gerade auch sagen, ich mach damit eh nichts. Ich hab mir so, hä? Doch. Okay, gut. Seid ihr bereit für die nächste Runde? Ja. Alter, Junge. Blommen. Oh. Oh. Wie schmecken die denn? Ich wollte gerade sagen, 10er, dass er reinbeißt. Nein, nicht. Lol. Lol. Ey. Was habe ich gesagt? Ey. Aber kennt ihr das? Hattet ihr auch schon mal den Drang, in Blumen zu beißen? Wir wollen Dinge halbieren, nicht Blumen essen. Du hast echt voll reingebissen, ne? Und wie schmecken die? Ich muss sagen, nicht schlecht. Das sind voll die hübschen Blumen so. Warte mal. Bruder, Jan, mach mal die hübschen Blumen hier nicht kaputt. Kannst ja auch mal was probieren davon. Die sind sogar vegan. Ich wusste, dass wie es abbeißt. Ich wusste es. Immer wenn der was ausprobieren kann mit Essen, isst er das. Hä, das schmeckt der echt nicht auch meine Blumen. Hast du schon mal was benutzt? Ja. Echt jetzt? Ja. Ja. Hast du mal geschert? Dieser Junge isst auch andauernd Shampoo. Er braucht einen Pfleger. Ey, bitte, ey, Alter, bitte. Oh, das war cool geschnitten, Tut mir leid, das ist mir zu so klar. Ey, Jan. Alter, Wagen, gib die Blumen. Bitte nicht. Ey. Das ist bei uns Alltag. Hier kriegt ihr auf jeden Fall, weil da hast du schon reingebissen. Wie teilst du die Blumen? Willst du auch eine Schere haben? Nee. Nee. Oder kannst du einfach nur die Köpfe abmachen? Kopf abmachen ist gut. Ich glaube, ich hab... Ja. Dann lass wiegen. Genau den Gag habe ich ja letztens auch eingebaut. Finde ich gut. Die Teufelshörner, die mag ich. Das erste Teller, 412. Das andere ist 423. Boah. Aber ich glaube ich ganz gut für Blumen so, weil die, wie soll man da abschätzen, wie schwer ist, keine Ahnung. Oh. 401, nee, 402. 400. Böö! Oha. Sieben.
7 Gramm ist not bad. Bereit für die nächste Runde? Ja. Zack und zack. Aber wir sollen schon aufmachen. Ja, ja. Halbiert. Wir sollen das schon aufmachen? Nee, die Frage ist gar nicht totally dumm, weil theoretisch könnte man ja auch durchschneiden. Mit Verpackung dann. Hätte auch sein können. Was du für Fragen stellst? Völlig lost. Soll ich das jetzt hier drauf tun? Aber ist ja dann gar nicht die Hälfte. Chat, doch, ist schon dumm. Ja, ein bisschen, aber ey, man könnte auch sehen, so nach dem Motto, ey, vielleicht muss man da auch durchschneiden. Wir müssen so viel reinstecken, wie geht. Wie du so einzeln guckst. Dieses einzelne noch und hier noch ein einzelnes. Okay, let's go. Wiegen. Das erste ist 524. Das zweite ist 518. Was? Oh, Junge, das ist Junge. Übertrieben gut. Das ist sechs dran. Oh, ey, wenn ihr mich jetzt wieder abzieht, kotze ich. Wir haben auf der einen Seite 504 zu 497. Oh, das ist sieben. Ich bin sechs. Oh, krass. Rezo 6, der dümmste in seiner Klasse. Das passt, das Bild passt. Der Screenshot passt sehr gut hier rein, finde ich. Ja, einmal! Als ob. Aber ich kenne den Punkt. Weißt du, wenn es um Salat geht, da kommt der Veganer. Da weiß ich, kenne noch meinen Salat. Na, Avocado ist nicht vegan. Ich bin auch gerade so kaputt einfach. Oh mein Gott, ich brauche Essen. Das macht mich fertig, ey. Das geht gut. Ich habe damit schon Schädel durchtrennt. Ja, ja, ja. Er hat's gut gemacht. Ich bin sehr zufrieden. Du kleine Misset. Das kann noch mehr in Monetarisierung geben. Ja. Hier willst du. Aber ey, Alkohol. Immer wenn ich Alkohol in meinen Videos habe, verdiene ich plötzlich das Zehnfache mit den Videos. Ich weiß auch nicht. Wegen Alkohol ist gar nicht so für Endmonetarisierung da. Dann wiegen. Nummer 1. Nummer 2. Ich bin also 43 auseinander. Das ist ja dein Alter. Quality Gag. Jetzt ist ja auch nur, dass hier 20 Gramm mehr und hier 20 Gramm weniger. Alter, können die nicht mal die Fresse halten? Alarm! Okay, dann 1460. 1464. Oh, schade. Okay, dieser Punkt geht an mich. Und jetzt geht's weiter mit der nächsten Runde, lol. Okay, Bonusrunde. Jetzt passiert Folgendes. Ja. Jetzt. Oh, lecker. Ich geh direkt weg. Ey, das ist so funny manchmal, wenn man mit Jan/Gisela so unterwegs ist oder irgendwas macht oder so, will dann immer was ins Gesicht stopfen. So, letztes Mal war es bei mir Schokolade, glaube ich, die er mir ins Gesicht ballern wollte, so. Und er hat fast mir ein Wasserglas ins Gesicht gekippt. Es ist so funny. Ah! Oh. Cool! Ja! Du hast so. Da Sahne. Hab ich immer noch? Nein. Einfach verarschen so. Die Bonusrunde ist, dass wir jetzt nicht Sahne auf beide Dinger machen, weil dann kann man ja von der Größe wieder abschätzen. Stattdessen habe ich jetzt hier ein paar kleine Steinchen. Und ihr kriegt auch ein paar kleine Steinchen. Und müsst jetzt auf die andere Seite so viel Sahne machen, wie die Steinchen wiegen. Ich glaube, die Teller sind halt an sich schon schwer, ne? Ja, aber die sind ja... Wer sich das ausgedacht hat, 10.000 IQ. Ja, gleich schwer, das kennt sich ja aus. Ey, Mathe, Mann. Ich glaube, man braucht schon echt viel Sahne. Nein, weil Sahne wiegt ja, das ist ja nur Luft. Bruder, das ist nicht nur Luft, das ist einfach nur Fett. Ich habe aber auch das Gefühl, dass ich zu viel Sahne habe. Sahne ist schwerer, als man denkt. Ich würde jetzt auch ein bisschen was wieder wegessen. Sorry, Jazz. Auf der anderen Seite habe ich gleich derbe Bauchschmerzen. Okay, wird wieder gewogen. Yes. Der erste Teller 379 schwer und der zweite Teller ist 453 schwer. Ich bin weit weg. Nicht so gut. 365 zu 411. Ja, dann seid ihr näher dran. Besser. Nein. Ich hab dem auch schon mal Milch beim Coffee über Kopf geschüttet. Eier und Mehl und Zucker und Salz. Ja. Ich bin so müde, ich brauche Essen, ich brauche so dringend Essen. Einmal alle Mitleids-Like für Tim im Schwitzkasten. Seid ihr bereit für die beste Runde? Die beste? Die beste. Okay. Ah, nice, aber ja, geil. Geil. Das fand ich Das fand ich mit dem besten Cut in dieser Video. Ich liebe einfach so dieses. Ich liebe einfach diese Best Boost übersteuern. Ich finde die so geil, ne? Ja, Popcorn, so. Was? Oh mein Gott. Ey, ich habe auch Popcorn hier, fällt mir gerade auf. Ich habe aber scharfes Popcorn. Das schmeckt übertrieben geil, aber danach brauche ich immer einen Liter Milch, weil mir die ganze Fresse wegbrennt. Weil das ist halt sehr süß, daher finde ich das mit Salz viel besser. Was? Wie läuft? Findet Salzpopcorn besser als süßes Popcorn? Bitte was? Chat, ganz kurz. Was seid ihr? Süß oder salzig? Schreibt süß oder salzig in den Chat. Süß oder salzig? 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 Süß? Okay, das sind süß. Okay, ungefähr 50-50. Okay, ein bisschen mehr süß, glaube ich. Schon ein bisschen mehr süß. Aber nicht viel mehr süß. Chat, ich habe da eine kleine Frage an euch. Seid ihr komplett lost? Ihr isst salziges Popcorn? Was? Ja, hier, so wie Kranplatz Larry sagt. Wer salziges Popcorn ist, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. True. Salziges Popcorn? Süßen Popcorn bevor... Was?
Das ist Baba. Das ist süßes Popcorn, aber es ist im Abgang herzhaft und es ist richtig scheiße scharf. Okay, Abfahrt. Das kann man sein, dass man salziges Popcorn mag. Du bist der einzige Mensch auf der Welt. Ey, ich sag echt nicht oft, schreib mal Sachen in die Kommentare. Aber ich finde in diesem Punkt wirklich mal wichtig zu klären, wie viel Prozent mögen denn salziges Popcorn? Also schreib salzig oder süß. So, dann jetzt wiegen. Also. Die erste Schale ist 515. Die zweite Schale ist 515! Oha. Nein! Alter! Als ob. Not bad, not bad. Ich bin der König von Popcorn wiegen. Ich verstehe gar nicht, was ihr habt. Was wollt ihr? Was wollt ihr denn von mir? 1:1. Ey, die Pause war. Wuppala. Die Pause fand ich gerade wirklich gut gemacht. Ich verstehe gar nicht, was ihr habt. Was wollt ihr? Wo er nichts sagt, dann auch keine Musik einsetzen zu lassen, finde ich strong. Finde ich sehr strong. Finde ich gut. Gefällt mir. Von mir. 1:1. Ich fühle Popcorn. Ich lebe Popcorn. Ich bin Popcorn. Du bist das Popcorn. 505 zu 500. War sehr gut. Aber deins ist halt echt aber krass. Aber ich bin ja der Popcorn-König. Was soll ich sagen? Ich fange den Mund. Warte, Achtung. Easy. Kann ich nicht. Oh mein Gott! Das war gerade das erste Mal in meinem Leben, dass ich das hingekriegt habe. Ich bin immer sehr froh, wenn ich dabei sein kann. Wenn jemand sein erstes Mal hat, ne? Der Witz war ein bisschen vorhersehbar, aber. Aber okay. Oh mein Gott, das ist der krasseste Tag in meinem Leben! Das ist. Ich glaube, er sagt jetzt, das ist so traurig. Und ich wollte auch gerade sagen, das ist so traurig. So traurig? Ja. Seid ihr bereit für eine weitere Bonusrunde? Wir sind bereit. Wir haben hier wieder ein paar Steinchen und wir haben Zahnpasta. Rein zufällig bin ich Zahnarzt. Ey, oh, wie du die Tuba-Line schon so hast. So ready to impress. Ey, hey. Ah, da war ein kleiner Flanger-Effekt auf der Stimme. Press. Not bad, not bad. Gefällt mir. Flanger ist immer ein guter Effekt. Ey, hey. Ausquetschen auf den Teller. Auf den Tim. Auf den Teller. Das wird uns jetzt zeigen, wie das... Und? Was tust du da? Ey, was tut ihr denn? Ich versuche mich hier zu wehren. Ich bin Zahnarzt. Ich weiß nicht, funktioniert. Okay. Ich will doch nur eine Challenge spielen. So, jetzt nimm die Tube und drück hier was drauf. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde alles drauf pressen. Drück. Oh, das sieht so geil aus, man will das eigentlich essen. Aber das könnte auch so eine Zuckerstange. Was? Ehrlich gesagt, das sieht so geil aus, ich würde das am liebsten essen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich hatte noch nie den Drang, Zahnpasta zu essen. Ich habe aber auch das Gefühl, man braucht sehr viel. Riese macht richtig schöne Zimtschnecke hier raus. Oh Gott, nein. Oh, ich wurde mal von einer Frau angemacht. Auf Bumble war das, glaube ich, das ist so eine ähnliche Plattform wie Tinder. Da hat sie mir geschrieben, na, hast du auch eine schöne Zimtschnecke? Und ich glaube, ich habe sogar geantwortet. Und zwar mit ja. Jetzt sind wir verheiratet. Aber ich fand es halt lustig, deswegen habe ich, glaube ich, geantwortet. Boah, wie das riecht. Aber alles. Nein, nein, keine Chance. Oh, doch, keine Chance. Nein, nein, nein. Ich kann auch rumkommen. Ey. Na, soll ich? Ey, nein, nein, nein. Warte, ich versuche es auch zu verteilen. Sitzt dir hier und schau. Einfach so. Ja. Das ist ein guter Thumbnail. Es ist nur es ist ein Es wäre wirklich ein guter Thumbnail. Oh, doch. Teller mit Zahnpasta. Oh, okay, lass uns schnell wiegen. Der Steinchenteller ist 415 und Zahnpasta 439. Ich hab zu viel. Okay, das hier sind 395. 429. Ach du Scheiße, das ist eigentlich mal ansatzweise in der Nähe. Ja, hättet ihr mal weniger. Hättest du mal was gegessen. Ey, das heißt, dieser Punkt geht an mich. Das heißt, dieser Punkt geht an mich. Lebt ihr im Jahr 2016 oder was? Fair. Fair comment. Okay, okay, okay. Der war gut, Alter. Den habe ich gefühlt. Dieses. Nächste Runde. Ey. Kannst du nicht zuhören? Nächste Runde. Deine Haare sind heute sehr schick. Ey, nein, sind sie nicht. Doch, die sind dafür nicht. Tragen. Oha, was mit seinen Haaren los? Ah ja. Dafür trage ich die doch. Ja, kommst du da dran? Du bist, glaube ich, 1,50 oder so. Ich war das netteste Kind früher auf dem Schulhof. Ja, merkt man. Nee. Oh, Pringles. Abgeklebt ist. Man weiß nicht, welche Marke das ist. Stimmt, das könnte auch Mercedes sein. Danke, richtig. Hey, kleb doch einfach dein Gesicht ab. Dann hättest du eine höhere Einschaltquote. Nächste Runde. Hier, Pringles.
Das Abkleben hat ja viel gebracht. Jetzt könnte man ja sagen, ja, ist ja easy, weil die sind ja alle gleich groß. Man zählt die einfach ab, tut hier gleich für drauf wie hier, easy. Aber nein, denn die Dose... Das wäre der 200 IQ-Move. ...zählt auch. So, ich hole das mal alles raus. Dann habe ich eine Übersicht. Und was geht bei Monsieur Stalin so? Okay, lässt du es so? Ich glaube, ich gleich nochmal aus. Ich nehme hier einen runter und hier auch. Okay. Sind da noch welche drin? Ja. Ah, ihr habt ein bisschen mehr. Okay, dann wiegen. Das sind 443 und jetzt der andere Teller. 482. Das ist schon viel. Das ist schon weit wir weg. Wir haben 464 zu 476. Boah, das ist nah dran. Das ist echt gut. Alter, ihr seid näher dran. Das ist strong. Deutlich nice. Näher dran. Ha. Dieser Punkt geht safe an euch. Geil, Alter. Aber ey, war ein cooles Video. Gebt ein Like von mir. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Macht's gut, ihr Wichser.